Ich war aber noch an keinem denkwürdigen oder besonderen Ort. Und erlebt haben Sie auch noch nichts Besonderes? Oh mein Gott! Los, los, los! Alle raus, raus! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Gott, Sie sind denkwürdig! Meine drei wichtigsten Eigenschaften. Abenteuerlustig, mutig, kreativ. Kumpel, sind Sie noch dran? Nein, ich war nur kurz auf einem anderen Stern. Es ist eine kleine Kurzgeschichte, aber James Thurber hat mit Walter Mitty eine Ikone erschaffen, mit der jeder etwas anfangen kann. Jemanden, der neben seinem normalen Leben noch ein ganz anderes in seinem Kopf führt. Ich bin Walter Mitty. Wie nennst du das, wenn er mit seinen Gedanken vollkommen woanders ist? Auf einem anderen Stern. Du machst das hin und wieder. Ben war fest entschlossen, einen Film über einen Mann zu machen, der aus seinen Tagträumen aussteigt und ins Leben hinein. Er erlebt das große Abenteuer, das sein Leben für immer verändert. Ja, wieso nicht? Gehen Sie. Everyone be ready to roll. Action. Wir drehten auf der wunderschönen Insel Island einen Großteil der Stationen unserer Weltreise. Island dubelt drei unterschiedliche Länder: Grönland, Island und die nepalesische Grenze zu Afghanistan. Dieses Erlebnis hat mich umgehauen, als wäre man auf dem Gipfel der Welt. Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Vulkan. Die Herausforderung bei Filmen dieser Größe ist, dass die Filmcrew an den schwierigsten Orten drehen muss. Aber die erzeugen nun mal die größte Energie und Intensität. Hilfe! Das ist kein Tümmler! Oh! Ein Film, der in New York spielt, kann man auch nur dort drehen. Es gibt keinen vergleichbaren Ort auf der Welt. Walters wildeste Tagträumerei nannten wir den Ted-Walter-Kampf. Das ist mein! Geben Sie ihn mir! Nein! Wir wollten so viel wie möglich live drehen, also entwickelten wir eine Aufhängung, an der sich die beiden durch den Verkehr schlängeln. Die Straßen waren voller Leute, Tausende sahen uns zu. Das war definitiv ehrgeizig, einiges ist so noch nie da gewesen. Unsere Benjamin-Button-Sequenz stellte mich vor ein paar interessante Herausforderungen. Bens gealtertes Gesicht haben wir mit Hilfe von visuellen Effekten mit dem Körper eines sechsjährigen Jungen kombiniert. Es sieht so aus, als hätte er diesen kleinen, geschrumpften Körper und darauf sitzt Bens Kopf. Mein kleines Herz ist nicht größer als eine Vierteldollarmünze, aber es ist so voll wie Fort Knox. Es ist toll, mit Ben zu arbeiten. Er hat eine Vision. Der Film ist alles: Comedy, Drama und Abenteuer. Er hatte immer den Durchblick und das ist erstaunlich, weil er gleichzeitig Schauspieler und Regisseur war. Er war in der Lage, die intensivsten Szenen zu spielen und in den Moment einzutauchen, um dann als Regisseur wieder das große Ganze zu sehen. Das ist es, worum es beim Filmemachen geht. Das Leben im Hier und Jetzt. Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Wie sind Sie nach Afghanistan gekommen? Über den Jemen. Ziemlich gewalttätiges Land. Deshalb hat der Flug auch nur $84 gekostet. Ab 1. Januar nur im Kino.